länger dauert. So, ich dachte, du bist nach unten gemacht. Oh, endlich, ey, man kann hier ruhig hochspringen, aber sprinten kann man nicht, das kann man nicht alles. Einfach alles. So, warte mal, ich gucke schon mal schnell, wie man sich hier. Lehmblöcke, was kommt aus Lehm nochmal machen? Also, entweder Kupferziegel, oder, weiß nicht. Auf jeden Fall so eine Bahn habe ich. Aus Lehm. Achso, aus Lehm, nein. Aus Lehm, den kann man bestimmt auch brennen. Okay, dann krieg ich mal ein bisschen. Hier gibt's rote Ziegel für Lehm zum Brennen. Dann bringe ich ein bisschen Lehm mit. Aber ich komme jetzt ganz schnell nach Hause, weil ich habe. Oh cool, man kann sich auch eine Ziegelwand machen. Kann man ja theoretisch oben beim Dachboden machen. Ich weiß, du hast ja schon eine Holzdings gemacht, aber trotzdem. Mann, ist das hier dunkel. Komm mal. Nein, Zombie. Au ab. Die auf. So, jetzt habe ich eine Idee. Ich baue es mal. Ich versuche es mal, was Schniekes hier umzubauen. Die ganze Zeit hier die Slimes vor unserem Hauskampf hier. Ja, wohin denn sonst? Ja, boah, sie rechnet immer vor der linken Seite. Ich denke mal, die kommen ja bestimmt von der linken Seite immer, also dass sie da hauptsächlich gespawnt werden. Markus, Schornstein auf linke oder rechte Seite? Deine Entscheidung. Was? Schornstein? Ich bin gerade am Kämpfen. also Schornstein linke oder rechte Seite? Warum linke, rechte Seite? Sag einfach. Schön auf dem Turm. Nee, das sieht doof aus. Sieht auch ein bisschen pervers aus. Okay, ja, rechts. Rechts ist ja irgendwie Standard, oder? Okay. Der Zombie sagt ja, also ja. Ich höre nichts vom Zombie. Der Zombie sagt immer ja. Yeah. Guck mal, Schornstein. Wie schießt man? Cool. Wie schießt man Pfeile ab? Du musst einfach bloß auf die Teile drauf zielen, das reicht schon. Guck mal. Oh Mann, zu spät. Mann, ich. Ob es auch Portale gibt für die Nether? Ich glaube, hier gibt's kein Nether. Die Overworld ist schon in Nether. Stimmt. Zumindest nach. Ja, yeah, jetzt haben wir Schornstein. Guck mal, sieht cool aus. Soweit ich weiß, in irgendeinem Video habe ich das mal gesehen, damals irgendwie Trailer oder keine Ahnung, wo es noch ein bisschen neu war, dass da so ein Riesenauge irgendwann als Boss kommt, ein Riesenauge, ja. Die Kleinen sind ja schon ein bisschen heftig. Und ein Riesenauge, ja. Das ja. Werden, ja. Ey, hast du meine rosa Vase zerstört oder weggepackt? Ja, ich wollte gucken, ob man da kurz reinmachen kann, da habe ich da aus kaputt gemacht. Mann, Rummi. Ja, ich glaube, Blumen kann man reinmachen. Sonnenblumen. Hab ich eigentlich eine? Nö. Ich glaube, ich habe ein. Eiche machen. Ich habe Glibber. Also kann man als Munition nehmen. Ist ja auch cool. Ich hab Glibber als Munition. Ach, man kann sich hier was kaufen, wa? Mit Kupfermünzen und sowas, glaube ich, wir waren. Ich habe ja so einen Schurkenteile als. Ich guck mal, ich hab jetzt hier gerade so einen Wurfstern. Ich würde mal gerne austesten. Wo hast du den her? Ich hab's hier ein Stück davon. Wo hast du die her? Ich glaube, die hab ich schon gefunden. Ja, klar. Ja, geil, guck mal. Ja, ich weiß. Keine Teile. Ach, sind da zwei. Ja, wegen dir werd ich angegriffen, ja. Ja, genau, greif mich auch mal an, ich steh drauf. Ja. Meine Morgensterne schnell wieder einsammeln. Schnell wieder rein. Wow, ich helfe dir von hinten. Wow, nein, ich auch. Jetzt sind doch noch die Zombies in unser Haus. Ja, sie gehen gerade wieder. Ach du Scheiße. Hier ist ein Zombie. Kommt raus, lass mich rein, bleib draußen. Ja, cool.
ich tu mal unseren alten Grabstein zerstören. Ich dann. Lauf, ich war, da sind drei Zombies. Ach du Scheiße. Ja, alles einsammeln. Der Sieg ist unser. Schön. Kill es. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Mach die Tür erstmal schnell zu. Beide Türen. Mach einfach zu. Oh, nein. Ich will den Grabstein nicht haben. Mach den kaputt. Nein. Jetzt sind immer noch vier Zombies. Danach wird erstmal Tür zugemacht. Ja, ich würde sagen, episches Ende, ja, oder? Wegen zeitlicher. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ein fliegendes Auge kommt auch noch, Tüttel. Nein, nein! Lass mich irgendwo, ich werde geflamed. Schon wieder. Robin? Ja, okay. Er ist jetzt gerade weg, weil seine Verbindung typisch um die Uhrzeit abschmiert. Hat auch das Spiel geleftet, also ich sag erstmal hier erstmal ciao, bis nachher oder demnächst oder wie auch immer. Ciao. Los. Willkommen zurück zu Let's Play Together Blind Terraria. Genau, tja. Alle wieder dabei. Wollen wir uns schon mal entschuldigen dafür, dass nicht mal jeder Block auf dem Block vor beieinander stimmt, wie es davor war, da Markus ein klitzekleines Fail hatte. Naja. Klitzeklein, nicht unbedingt. Nee, ich erkläre euch mal kurz. Und zwar habe ich den Server nicht ordentlich ausgemacht und dann ist das. Ist denn was sind die neuesten, sind halt die neuesten Blöcke halt verschwunden. Dann sind ein paar Blöcke nicht mehr da gewesen, wo sie vorher waren, beziehungsweise was wir gemacht haben, ist eigentlich alles für den Arsch gewesen. Yep. Oh, wir haben Kursnetz. Wir haben jetzt ein bisschen aufgepäppelt und da ich gerade eine Questruhe gebaut habe, hat Markus dann ganz schnell die Aufnahme gestartet. Damit doch alles auf Video ist. So, denn Markus. Neues bauen muss alles auf Video, aber uns fehlt noch ein Dings. Die Toilette so, und jetzt, die Dings. Ja. Ja, aber also auf, ich ziehe jetzt hier nochmal so eine Zwischenschicht, ziehe ich mal hier rein und dann machen wir denn da Questboxen oder was hin. Ja, ja, mach einfach. Stell dir einfach vor, was du machen willst. Falsch rum. Bau einfach das, was du dir vorstellst. Wollte ich gerade sagen, ist das alles ein bisschen vertauscht. Ja, Mann, das ist Licht am Abend. Und da ich nur so eine blöde Hausaufgabe machen musste. Du warst nicht der Einzige. Aber es ist noch nicht mal ein ganzes Blatt voll bei mir. Ich hab grad mal, ich hab einfach, ich hab immer übel viel Platz gelassen. Dann passt das schon. Ja, ich auch zum Teil, aber zwei Zeilen über die Hälfte. Trotz immer ja. Platz und alles, also. Denkt an, es darf nicht liniert oder kariert sein, ja? Ich weiß, es ist Computer geschrieben und aus. Ah ja, stimmt ja, hast du ja gesagt. Ja, ich wollte bloß nochmal sagen, nicht, dass du dann nachher einen Mega-Fail hast. Ja, Mann, wenn und meine Note. Ich glaube, die Zuschauer fragen sich jetzt, hä, was reden die jetzt? Kannst du mal erklären, ja, was wir machen müssen für eine doofe Hausaufgabe? Soll ich oder machst du? Mach du. Ja, wir haben ein. Wir haben die Hausaufgabe auf, ein englisches, also einen englischen Lebenslauf zu machen und der zensiert wird, obwohl wir ihn noch kein einziges Mal gemacht hatten. Ja Leute, kein einziges Mal, könnt ihr euch das vorstellen? Kein einziges Mal, wow! Das ist doch fies, oder? Ich habe die Questbox geöffnet, Markus. Warte, ich komme. Das muss ich lege dort rein. Ich komme auch. Ich baue schon ein bisschen was nach unten. Wir hatten noch ganz rechts am Anfang so eine Höhle, da möchte ich gleich mal mit dir reingehen. Also wenn es zumindest nur Tag ist. Also man kann 250 Blöcke übereinander stapeln. Das wusste ich vorher schon. Das wusste ich aber nicht, darum habe ich es ja gerade erwähnt. Und das Rote ist dann halt die Questbox. Wie öffne ich jetzt die Questbox? Rechtsklick oder so. Komisch, da blinkt so ein Symbol, aber ich kann drücken, wie ich will, es passiert nicht. Hm. Das denkt ihr. Oh, ich leg immer noch, ich leg erstmal das ab, was ich jetzt hier nicht so brauch. Ich hab ja ein Schild, warum auch immer. Ach, nehme ich einfach mal mit. Kannst du vor's Haus packen? Zu Hause. Da hab ich ein bisschen was rausgelegt. Ja, Mock, jetzt kannst du drauf zugreifen. Das war bestimmt, weil ich drauf gewesen bin. Komm mal. Ja. Nun kannst du. Kann ich. Das Rote. Chest, alles ausräumen, alles ablegen. Ja, extra Funktion. Ah, okay. Ich muss mal sagen, dass unser Haus relativ langweilig aussieht.
Ich glaube, ich mache da mal ein paar Fenster oben rein. Die ich einfach mal weghaue. Vielleicht sieht es, guck mal, Max, sieht gleich aus wie ein Fenster. Warte, gleich, gucke ich mir gleich an. Sieht aus wie eine kleine Dachluke. Ein Grabstein brauche ich nicht, einen Tisch brauche ich nicht. Steinblock behalte ich erstmal, noch eine Eiche brauche ich nicht. Guck mal schon, Eicheln kann man nur 99 aufheben. Linse brauche ich gerade auch nicht. Wusste ich nicht. Oh mein Gott. So. Ja, sieht aus wie Fenster. Wow, ich wollte gerade in... Skype? Verdammt. Nein, es war in Hamachi. Von? Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall... Ach, Jonas ist gerade angekommen, darum... Wollte ich den... Guck mal, Markus, geht das jetzt so mit der Dachluke oder sieht scheiße aus? Nö, nö, also mit dem Fenster. Ist in Ordnung. Gut. Dann mache ich genau, werde ich fangen, ob der. Warte, das zieh ich um. Ich komm dran. Da müsste auch noch ein bisschen Beleuchtung sein. Ich werde mal. Ja, ich immer noch ein Fenster reinknallen. Ich mach einfach mal über ein paar Fenster hin. Scheiße, warum hatte ich hier. Oh, ich würde gerade sagen, warum mache ich eine rote Axt, aber. Mach ich jetzt manchmal ein größeres hin. So. Das mit runtergehen ist ja alles okay, aber das hochgehen ist ja nur springen, das ist ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. Hätten sie auch ein bisschen ändern müssen. Naja, sollen und müssen. Egal. Guck mal, ey, guck mal, sieht das aus wie ein Smiley. Und unten müssen wir ein ganz langes Fenster hinmachen. Okay. Nein. Sieht ein bisschen doof aus. Wir haben sowieso hier unten eine Lücke. Siehst du das hier, wo ich gerade stehe? Mit meinem Vollbart? Wie meinst du mit Lücke? Naja, siehst du auch durch. Weißt du, oh Mann, du weißt nicht, wie ich es meine bestimmt. Warte, zum Beispiel hier. Siehst du so? Ja, da kommen wir ja nicht durch einen. Es müssen immer mindestens zwei sein. Naja, so meine ich nicht. Ach, egal. Warte, ich habe aber eine Idee. Ich weiß, was wir machen. Oder wie wir es machen. Damit es ein bisschen zu halt aussieht. Pass auf, guck mal. So. Ja. So. Zack. Zack, zack, zack. Guck mal, so. Mach noch ein. Ja, ich hab gerade nur 5 gemacht. Warte, ich mach noch, ich hab noch. Hab. Komm, eigentlich sieht eigentlich gut aus, oder? Ja, ja. Also. Und so blub und schon ist man unten. Ja, es passt schon besser. Oh, warte mal, hier, das gefällt mir überhaupt nicht, der Anfang. Das stört mich ein bisschen. Mit den Springen und alles. Dass man da jedes Mal gegenstößt. Hier vorne. Das hier stört mich. So. Warte, ich versuche mal den Weg auszubessern. Hast du irgendeine Frage an den Zuschauern? So einfach spontan. Nicht. Ganz, ganz, ganz spontan. Nicht? Vielleicht haben sie ja Frage an uns. Fragen wir sie einfach. Ja. Wenn du, also, Robin hat schon recht, so, wenn ihr irgendwelche Fragen mal haben solltet, wir sind eigentlich offen. Meistens bin ich ja der zurückantwortet. Stimmt, Robin? Jupp.